Hallo Freunde und herzlich willkommen bei CF Kritik. Und jetzt gibt es die Blue Review zu Die Pinguine aus Madagaskar, den ersten Kinoabenteuer der vier Pinguine, das nun auf 3D, Blu-ray und DVD erschienen ist. Viel Spaß dabei! Beginnen wir wie immer mit der Amri-Bewertung. Wir sehen können, haben hier eine runde, etwas dickere Blu-ray, 3D Blu-ray Amri, sage ich jetzt mal. Das liegt daran, dass wir eben zwei Discs drin sind, die schön Platz haben. Eigentlich ganz schön gestaltet, gut verarbeitet. Deshalb 10 von 10 Punkten für die Amory. Beim Cover bin ich richtig begeistert, denn wir haben hier so einen coolen gelben Rand mit dabei. Oben drüber steht dann nochmal gleich die Lux 3D Edition. Und wir haben natürlich ein Wendecover. Das macht der 20th Century Fox immer so. Finde ich richtig cool. So haben wir kein FSK-Flatschen dabei und kein Digital UHD-Flatschen. Und somit haben wir hier die Pinguine, das Pinguine-Artwork drauf mit den Pinguinen. Und mit der Operation Nordwind mit drauf, mit den Agenten von Nordwind, sieht ziemlich cool aus. Die Discs sind auch cool gestaltet, jeweils mit den Pinguinen wieder drauf, dasselbe Artwork wie hier vorne. Nur hätte man vielleicht die Discs verschieden gestalten können, aber das ist auch schon egal. Und im Hintergrund kann man hier jetzt nochmal sehen, das Wendecover. So sieht das normalerweise aus und auf jeden Fall richtig schön gestaltet. Kommen wir nun zur Rückseite. Auf der Rückseite haben wir unten alles in blau gehalten. Da stehen halt eben Infos zum 3D-Film, zum Blu-ray-Hauptfilm, Specials, Verleiher, oben nochmal was zu 3D, wie das Ganze abspielbar ist und halt noch ein paar Screenshots zum Film. Sieht alles sehr cool aus. Auf dem Spin hier haben wir oben das DreamWorks-Logo, das 3D-Blu-ray-Logo, den Pinguine-Schriftzug und unten noch das Blu-ray-Disc-Logo, außerdem hier noch die Pinguine mit drauf. 10 von 10 Punkten für das Cover, ganz einfach, sieht ziemlich cool aus. Zum Film, ich werde jetzt hier keine Kritik mit einbauen, denn ich hatte ja schon bereits im November eine Kinokritik zu Die Pinguine aus Madagaskar gemacht. Also wer nochmal meine genaue, detaillierte Meinung zu diesem Film wissen will, kann sich diese Kritik gerne noch einmal anschauen. Link zur Kritik ist in der Infobeschreibung. Ich habe dem Film ja 6,5 von 10 Punkten gegeben. Ich werde ihm den ganzen 7 von 10 Punkten geben. Das ist auch noch eine richtig schöne VÖ geworden. Der Film ist witzig, er ist cool, er ist unterhaltsam. Und knüpft direkt an die Handlung von Madagaskar 3 an. Also die Pinguine sind hier im Zoo und beginnen dann mit ihrem Abenteuer, was ich ziemlich witzig finde. Und auch außerdem gefallen mir auch die Agenten von Nordwind ziemlich cool. Die sind alle sehr witzig. Auf jeden Fall ein sehr witziger Film geworden. Nicht ganz perfekt, aber ich finde, dass die meisten Gags wirklich sitzen. Und Private am Ende richtig witzig. Also echt der süßeste der Pinguine. Da könnt ihr auch gleich mal in die Kommentare schreiben, welchen der Pinguine ihr denn am liebsten mögt. Ich möchte auch einfach nur dieses Home-Kino-Release empfehlen, das ist richtig gut geworden. Das 3D ist richtig stark. Tolle Tiefenwirkung, viele Pop-Outs, wirkt richtig gut das 3D. Also 3D ist es hier auf jeden Fall mal wert. Bei Animationsfilmen ja fast immer und hier ist es eben auch so. Wer natürlich nur 2D hat, kann sich auch die Blu-ray holen, weil HD ist HD. Auf jeden Fall sehr super die Grafik. Und ich muss noch loben, wir haben hier Fullscreen, also nicht Widescreen mit diesen nervigen Balken, sondern Fullscreen, das ist Letterboxd 16,9, das ist halt eben ohne Balken, sondern komplett Bildschirm, also da ist der komplette Fernseher, das komplette Bild auf dem Fernseher ist ausgefüllt und das ist ziemlich cool, das hatten wir bei Filmen wie Avatar zum Beispiel und halt eben bei Filmen bei 20th Century Fox immer. Ich finde das immer sehr schade, wenn man das Bild nicht nutzt, aber hier ist es eben der Fall und das ist ziemlich cool, war ein unterhaltsamer Film. Ich bin Fan der Pinguine, ich bin Fan des Madagaskar-Spin-Offs, des Madagaskar-Franchise und ich freue mich auch auf Madagaskar 4. War auf jeden Fall ein witziges Abenteuer und ich hoffe, dass da noch ein paar kommen werden. Und auch am Ende schließt es wirklich wieder ziemlich gut an auf den kommenden Madagaskar-Film. So, das war es jetzt mit meiner kurzen Übersicht über die Veröffentlichung zur 3D Blu-ray von Die Pinguine aus Madagaskar. So sieht sie aus. Und wie gesagt, 7 von 10 Punkten bekommt von mir das Ganze. Jetzt würde mich eure Meinung interessieren. Schreibt in die Kommentare, hat euch meine Review gefallen? Und wie findet ihr den Film? Schreibt das alles gerne in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten könnt ihr mich natürlich auch abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.